Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Strategic Command. In der letzten Folge erhielten wir die Nachricht, dass die sibirischen Verstärkungen eingetroffen sind und wir dürfen mal gespannt sein, ob sie schon in dieser Runde an der Front auftauchen werden. Normalerweise braucht man ja so ein bis zwei Runden, bis man sie dann auch per Eisenbahntransport an die entsprechenden Frontabschnitte verlegt hat. Darüber hinaus konnten wir Moskau erobern, was ja ein wichtiger Meilenstein für unseren Feldzug in der Sowjetunion ist. Nun gut, schauen wir mal, was die Wiederholung uns so verrät. Ja, wir sehen, dass der Gegner schlechtes Wetter hatte. Bewegungen und Verlegungen. Er rückt im Irak weiter vor. Weiteres Hauptquartier taucht auf. Und die Uhr dreht im Hintergrund, was dann vielleicht für heftige Seebewegungen sprechen würde. Ja, er entdeckt hier unser U-Boot und geht es wieder hart an. Es wäre ja schön, wenn es jetzt mal abtauchen würde. Das dürfte es ruhig mal tun. Ja, das ist gut. Noch ein Schaden. Wir fahren wieder in Richtung Norden. Erfreulicherweise haben wir ja auch unsere Marinebomber hier im Norden Norwegens positioniert. Okay, und das war's schon. Der Gegner hat Ramadi erobert, die freien französischen Streitkräfte befreien Saint-Pierre und Miquelon bei Neufundland, ja? Und wir können ab sofort schwere Panzer bauen, sehr schön. Und auch mit den Italienern, da wird uns allerdings das Geld für fehlen. Und wir kriegen weitere Verstärkungen, eine Kavalleriedivision. Sehr schön, werfen wir mal einen Blick in Richtung Irak. Wir sehen, dass hier auf einmal eine Artillerie aufgetaucht ist, ein Korps. Also er hat hier den Lückenschluss eben vollzogen, aber durch die Kontrollzone unserer Stadt ist das Ganze wieder unterbrochen worden. Und wir kommen jetzt auch doch deutlich mit Einheiten hinterher. Ich wundere mich so ein bisschen, dass er gar nicht gescoutet hat, was denn hier wohl so im Anmarsch sein könnte. Nun gut. Das sieht aber alles in allem recht ordentlich aus. Erfreulicherweise hat der russische Winter auch noch nicht zugeschlagen. Unser U-Boot ist hier. Das Schlachtkreuzer befindet sich im Hafen. Wir haben unsere Marinebomber positioniert. Das sieht alles auch gut aus. Mal sehen, ob wir hier die Versorgung schon herunterbekommen haben. Ja, sie befindet sich auf dem Level von 4. Da müssen wir jetzt etwas Geduld aufbringen. Es schneit, es ist zumindest mal kein Schlamm mehr da. Und er hat sich hier oben bei Wolche nochmal umgruppiert. Stehen noch vor Nava, kriegen aber keine wirklich guten Angriffe hin. Haben hier eine Versorgung von 1, ja. Zumindest mal, wenn wir hier Schaden anrichten, dann wird er sich hier nicht verstärken können. Auch von Moskau sehen wir keinen Gegner mehr. Die ärgerlichen Partisanen sind noch da, aber die werden wir wohl in dieser Runde dann aus dem Spiel nehmen können. Ja, und er hat sich nochmal massiv vor Stalingrad aufgebaut. Ja, aber wir kriegen schon vernünftige Angriffe hin. Da müssen wir mal sehen, ob wir doch nochmal Angriffe starten. Und wir haben gesehen, dass sich die Uhr so ein bisschen hier gedreht hat, dass wir so eine kleine Verzögerung hatten. Ich würde mal ganz stark vermuten, dass er hier seine sibirischen Kräfte in diesem südlichen Bereich positioniert hat. Da müssen wir wirklich mal schauen, ob wir noch weiter vorrücken oder ob wir auch ein bisschen zur Verteidigung schon übergehen. Vielleicht verlegen wir ja auch nochmal Einheiten hier aus diesem Raum in Richtung Süden. Da bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, und wir haben ja jetzt auch die Artillerie verlegt. Findet sich im Brindisi, die können wir auch bewegen. Ja. Gut, ich denke, das wäre es erstmal soweit. Es gibt ja nicht wirklich was Besonderes, was wir hier an dieser Stelle sehen können. Ich mache mir jetzt so meine Gedanken. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich möchte jetzt zu Beginn so einige generelle Überlegungen mit euch anstellen.
Also, es steht ja der sowjetische russische Winter vor der Tür und durch dieses Winter-Event werden unsere Einheiten beschädigt werden. Und es werden also 1 bis 2 Schadenspunkte pro Einheit verursacht werden, wobei eher 2 Punkte verursacht werden. Wenn ich mir die beiden angeschlagenen Panzer hier unten im Süden sehe, wenn die beiden also 2 Punkte Schaden nehmen würden, sind wir irgendwo runter auf 3 und 4. Damit wären diese Einheiten natürlich massiv geschwächt. Sollte es dann ärgerlicherweise zu einem Gegenangriff kommen, besteht natürlich die hohe Gefahr, dass wir diese beiden Panzer verlieren könnten. Und das wäre natürlich schon eine erhebliche Schwächung hier im Osten. Naja, und diese Überlegung gilt eben für alle Einheiten, die sich an der Frontlinie befinden. Wenn sie stark angeschlagen sind, dann noch zusätzlichen Schaden durch den russischen Winter nehmen, dann ein sowjetischer Gegenangriff kommt, dann ja, könnten wir erhebliche Verluste erleiden. Und um diese Situation zu vermeiden, werden wir jetzt in dieser Runde doch schon mal damit beginnen, Einheiten ja zu verstärken, auf die volle Stärke auch zu bringen, wohl wissend, dass sie erneut Schaden nehmen werden durch den russischen Winter. Nun gut, das ist so die erste generelle Überlegung für diese Runde. Und wenn wir uns einmal die Situation ansehen, was wir denn so zu einem vollständigen Sieg brauchen, kommen wir auf verschiedene Städte. Also wir müssen Berlin kontrollieren, Rom, Warschau, Paris, das tun wir. Wir haben Moskau und Leningrad eingenommen, ebenso Kairo. Das heißt, offen sind noch Stalingrad und London. Das sind also die beiden letzten Städte, die uns fehlen. Wenn wir einmal die Lage vor Leningrad betrachten, so droht hier im Moment keine Gefahr mehr. Er hat lediglich schwächere Garnisonen hier positioniert. Wir mühen uns hier noch mit einem sehr lästigen sowjetischen Korps ab, aber das sollte alles nur noch eine Frage der Zeit sein. Also eigentlich dürfte bei Leningrad nichts mehr anbrennen. Die gleiche Aussage gilt eigentlich für Moskau. Wir haben an keiner Stelle irgendwo Feindkontakt. Wir haben einen sehr schönen Verteidigungsgürtel um Moskau herumgeschlagen und ja, halten auch diese Situation sehr gut. Wir müssen uns um die lästige Partisaneneinheit kümmern, aber das dürfte eigentlich nur eine Formalität sein. Gut, das bringt uns dann in den Süden zu Stalingrad und ja, er scheint sich ganz offensichtlich auf die Verteidigung von Stalingrad eingerichtet zu haben, vorbereitet zu haben. Und hier wird es also nochmal erhebliche Kämpfe und Anstrengungen geben, um eben die Stadt dann letztendlich auch unter Kontrolle zu bringen. Wenn wir dann im Hinterkopf behalten, dass die Sibirier auch eingetroffen sind, dann stellt sich natürlich die Frage, wo bewegt er sie hin und wo wird er sie einsetzen? Also das Angenehmste wäre, wenn er sie auch gleich schön in den Raum von Stalingrad hineinziehen würde, dann hätten wir alle Gegner vor einer Frontlinie und könnten uns dann auch in Ruhe mit ihnen beschäftigen. Wesentlich ärgerlicher wäre es, wenn er die Sibirier hier unten im Süden einsetzt, denn dort sind wir ja relativ schwach positioniert und damit könnte er doch erheblichen Druck auf unsere Linien ausüben. Also insofern, ja, würde ich vermuten, dass die Sibirier irgendwo hier unten im Bereich des Kaukasus auftauchen werden. Um die Situation in Richtung Süden zu klären, werden wir einmal unseren rumänischen Jäger einsetzen und mit ihm scouten. Und je nachdem, was wir herausfinden, werden wir dann entsprechend unsere Bewegung anpassen müssen. Wir fliegen einfach einmal in Richtung der beiden Städte und entdecken hier lediglich eine Garnison und noch keine sibirischen Verbände. Gut, dann würde ich auf Basis dieser neuen Aufklärungslage jetzt meinen Zug hier unten im Süden planen. Bis gleich. Wir beginnen ausnahmsweise einmal bei der Heeresgruppe Süd und nicht mit den Finnen, wie wir es sonst immer machen, weil wir hier, denke ich, auch noch am meisten bewegen können. Wir schauen mal, ob wir das gegnerische Korps an dieser Stelle nochmal aus dem Spiel nehmen können. Das wäre ja nochmal ein schöner Zwischenerfolg. Ja, und es zieht sich zurück. Gut. Da haben wir ja Gott sei Dank unseren Panzer an der richtigen Stelle und können nochmal nachsetzen. Und nehmen das Korps aus dem Spiel. Sehr schön. So, wir haben ganz bewusst die Panzer so ein bisschen zurückgezogen, dass wir sie hier eigentlich ganz gut verstärken können und auch upgraden können. Wir haben ja mittlerweile den Panzer Stufe 3 und decken mal die Frontlinie hier mit dem Korps. Das sollte im Moment erstmal ausreichend sein.
Und wir beginnen wie angekündigt mit der Verstärkung von Einheiten. Und auch den Panzer, sehr schön. Ja, es ist ein gutes Gefühl, die Einheiten wieder auf voller Stärke zu haben. Ja, und die Versorgung ist sehr, sehr gut in dieser Region. Da brauchen wir uns überhaupt nicht beschweren. Wir bringen schon mal die Armee auf die andere Flussseite und werden Einheiten aus dem Norden in Richtung Süden verlegen. Einmal die Armee aus Kalinin. Und wir haben auch in Novgorod noch eine Armee, die wir an dieser Stelle wirklich nicht mehr brauchen. Auch sie können wir bequem in Richtung Süden verlegen. Ja, und so allmählich bekommen wir auch die notwendige Schwungmasse zusammen, um eben vernünftig auf Stalingrad operieren zu können. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir auch noch mit der Masse unserer Einheiten hier im Fog of War verborgen sind. Da dürfte er uns noch nicht aufgeklärt haben. Ja, kommen jetzt auch nicht weiter an den Gegner heran, dann müssen wir es auch nicht mit Gewalt versuchen. 02er Angriff kann man durchführen, aber ein vorbereiteter Angriff in der nächsten Runde ist auf jeden Fall viel attraktiver. Und wir ziehen auch noch eine sehr rückwärtig stehende Einheit, ein Korps, weiter in Richtung Süden, die Einheit aus Panu. Die kann hier unten auch nochmal die Linie ein wenig verstärken und besser positionieren. Ja, und wir haben hier noch diese Stadt Jesk, die doch so ein bisschen ärgerlich im Rückraum steht. Die werden wir jetzt mal mit dem Hauptquartier erobern. Wir besetzen natürlich Rostov, weil hier eine Partisaneneinheit auch auftauchen kann. Das sollte damit durch den Jäger auch unterdrückt sein. So, und allmählich können wir mit unseren Angriffen in Richtung Kertsch beginnen und die Verschanzung herunterbringen. Und auch die nächste Armee nach vorne. Die Angriffe sind jetzt leider noch nicht ganz so toll, insbesondere da die Einheiten nicht im Hauptquartier unterstellt sind. Aber wir werden uns jetzt so ganz allmählich mit diesem russischen Korps, mit dem sowjetischen Korps beschäftigen und die Einheit dann auch nach unten bringen. Gut. Ja, das wäre es schon mal im Süden gewesen. Dann können wir hier im Norden auch noch ein Stückchen weiter aufrücken. Was heißt Norden? Im Zentrum unserer Linien. Stehen damit auch noch in Feldern, die sehr gut verseucht sind. Können also auch hier Schäden durch den russischen Winter gut beseitigen. Und holen endlich mal die nächste Armee heran, sodass wir jetzt auch unsere ungarischen Truppen wieder sauber zusammen haben und auch dem Hauptquartier unterstellt haben. Das sieht schon ganz gut aus. So, Fallschirmjäger müssen wir leider noch eine Runde länger dafür verwenden, um hier die Partisanen zu unterdrücken. Aber wir werden auf jeden Fall auch mit dieser Garnison schon mal weiter in die entsprechende Richtung rücken, sodass wir die Fallschirmjäger in der nächsten Runde frei bekommen. Und die rückwärtig stehenden Einheiten werden wir hier verwenden, um die Partisanen zu unterdrücken, sodass unsere Eisenbahnlinie erstmal weiter frei bleibt. Ja, Kursk müssen wir, beziehungsweise bei Kursk müssen wir, in der Nähe von Kursk müssen wir stehen bleiben. Auch hier sind zwei sehr ärgerliche Partisanenfelder, das passt soweit. Können an dieser Stelle auch schon mal unsere Kavalleriedivision upgraden. Hier reichen im Moment die Infanteriewaffen aus. Und wir haben noch eine neue Einheit bekommen. Die werden wir hier im Süden bei Lublin positionieren und in Dienst stellen. Wir bewegen die Einheiten jetzt auch noch nicht in Richtung Sowjetunion. Wir lassen erstmal den Winter zuschlagen. Wir müssen ja nicht künstlich dafür sorgen, dass diese Einheiten auch beschädigt werden. Das macht wenig Sinn. Gut, dann mache ich mir jetzt kurz noch Gedanken zur Heeresgruppe Mitte und Nord. Bis gleich. Dann machen wir mal weiter. Wir werden das Korps noch in ein etwas besseres Feld bewegen, dass es hier eine bessere Versorgung hat. Müssen uns jetzt als nächstes einmal um die Partisanen kümmern. Wobei ich wirklich hoffe, dass das eine reine Formalität ist. Ja, das funktioniert schon mal gut. Wir ziehen dann mit den Fallschirmjägern hinterher. Und die Partisanen dürften damit aus dem Spiel genommen sein, ja. Gut, dann können wir noch ein Stückchen aufrücken wieder, sodass wir in gut versorgten Feldern stehen. Das passt soweit. Wir werden Tula halten.
Und jetzt auch unsere Einheiten verstärken, wie wir das ja zu Beginn besprochen haben. Und auch den Mechanisierten nochmal hinterher. Sehr schön. Ja, das sieht auch wieder alles in allem doch sehr gut aus. Wir rücken nochmal mit dem Mechanisierten vor, sodass wir sie auch in ein Feld mit guter Versorgung hineinbekommen. Und das passt soweit. Ja, dann müssen wir uns noch ein wenig um die Partisanen kümmern. Nicht, dass sie erneut erscheinen. Hier können wir leider auch nur ein Feld aufrücken. Aber gut, das ist dann so. Gut, das schafft ein wenig Bewegungsraum für unsere Luftwaffe, die wir ja dann tendenziell auch weiter im Süden benötigen werden. Mal schauen, wie wir uns hier am geschicktesten in und um Orel herum positionieren können. Mal sehen, wie die Versorgung hier so ist. So toll ist sie nicht. Das heißt, wir werden auch nur langsam mit den Verlegungen vorankommen, je nachdem, wie das Wetter ist. Ja. Gut. Ja, ansonsten können wir hier soweit stehen bleiben. Wir müssen noch so ein bisschen in Bezug auf die Partisanen unternehmen, dass wir mit unseren Garnisonen entsprechend hinterherkommen. Ja, auch dieses ärgerliche Feld sollten wir besetzen. Smolensk darf nicht frei bleiben. Wir setzen auch mal Orscha, sodass wir dann doch so eine Versorgungslinie in Richtung Osten aufrechterhalten. Okay, Kursk hatten wir uns angesehen. Was machen wir mit der Einheit aus Bryansk? Die bringen wir auch schon mal weiter in Richtung Osten, aber wir können sie auch theoretisch noch eine Runde hier stehen lassen. Da kommt es jetzt nicht drauf an. Doch, wir bewegen sie noch. Sehr schön. Was soll der Geiz? Ja. Damit haben wir auch dieses Thema geklärt. Mal schauen, ob es uns gelingt, dieses Korps doch noch weiter zu beschädigen. Wir verbringen erstmal mit dem Bomber die Verschanzung herunter. Setzen dann auch mit unseren Einheiten nochmal nach. Ja, mal einen Schaden. Doch die Armee kann nicht so wirklich was ausrichten. Also über kurz oder lang werden wir mit dem Hauptquartier ein Stückchen aufrücken müssen, um auch die Armee unterstellen zu können. Die ist also schon seit einigen Runden dem Hauptquartier nicht unterstellt, wie man hier erkennen kann, um einfach unsere Angriffskraft nochmal weiter nach oben zu bringen. Auf der anderen Seite haben wir hier in der Stadt jetzt eine Versorgung von 1. Ich hoffe mal, dass das jetzt doch über kurz oder lang zum Erfolg führen wird, unsere Angriffe. Entschuldigung. Gut. Ja, ein kräftiger Schlag und wir haben die Einheit aus dem Spiel genommen. Dann können wir uns auch schon mal an Wolchow heranziehen. Hier hinten sind die Mechanisierten. Dann sollten wir Novgorod nicht unbesetzt lassen. Die Armee bringen wir ein schönes Feld, wo sie gut versorgt ist und verstärkt werden kann. Fliegen wir nochmal einen Aufklärungsflug in diese Region. Ja, das gönnen wir uns an dieser Stelle auch nochmal. Schauen wir mal. Ja, und auch hier hinten sind Garnisonen aufgetaucht, um einfach die Städte zu halten. Aber das sind jetzt keine wirklichen Gegner. Nun gut, dann sind wir an dieser Stelle mit der Heeresgruppe Mitte und Nord soweit durch und ich mache mir gerade noch kurz zu den restlichen Bewegungen so meine Gedanken. Bis gleich. Dann arbeiten wir uns mal langsam weiter in Richtung Norden vor. Die Finnen sollten ja die Stadt besetzen. Das werden sie jetzt auch machen. Mal sehen, wie sich die Versorgung hier verändert. Ja, können wir auch noch ein Feld weiter vorrücken. Das ist ja kein Problem. Theoretisch können wir sogar noch ein Feld weiter vorrücken. Versorgung ist hier identisch. Aus dem Norden droht uns keine Gefahr. Dann gehen wir so weit vor, wie es nur möglich ist. Sehr schön. Gut, schauen wir mal, ob wir allmählich auch in Richtung Segesha kommen. Aha. Ich weiß nicht, ob wir sogar die... Nee, die Garnison wird noch eine schlechte... eine Versorgung haben, die zu schlecht ist. Dann bleiben wir
Ja, wir ziehen auch an Segesch heran. Vermute mal, dass sie frei ist. Ja, die Stadt ist frei. Das sieht alles in einem gut aus. Ja, dann haben wir in der nächsten Runde Segesche eingenommen. Und dann kann es ja so mal ganz allmählich in Richtung Achangels losgehen. Das ist zumindest mal so die große Idee. Gut, hier können wir stehen bleiben. Wir belagern die Stadt Kandalaksha noch ein bisschen weiter herunter. Wir hätten zwar jetzt schon 0-1er Angriff frei, aber wir haben hier keine Eile. Wir haben hier Versorgung von 4, nächste Runde 3. Das funktioniert soweit ganz ordentlich. Gut. Ja, ich habe mir immer die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn eine Einheit, eine Marineeinheit im Packeis stecken bleibt und man sieht, dass sie dadurch nicht beschädigt wird oder zerstört wird, sondern lediglich die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Also insofern ist das auch nochmal eine sehr nette und wichtige Erkenntnis. Gut, das U-Boot soll verstärkt werden. Ja, und ansonsten können wir uns hier in diesem Bereich nicht weiter bewegen. Und mal schauen, ob wir gegnerische Marineeinheiten aufklären. Wir werden mal mit dem U-Boot bewusst in Richtung Süden fahren. Natürlich im Modus Schleichfahrt und dann weiter in Richtung Westen bewegen. Und wir denken, oh, sehr schön. Das ist doch jetzt mal ein sehr schönes Ergebnis. Also, wenn man sich eine weitere Strecke mit dem U-Boot im Modus Schleichfahrt bewegt, gibt es eben eine Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann auch die gesamte Fahrt oder die gesamte Strecke bewegen kann oder eben aufgehalten wird. Wir sind in der Vergangenheit mehrfach aufgehalten worden durch die gegnerischen Schiffe, aber in dieser Runde hat diese Mechanik funktioniert und wir konnten uns eben im Modus Schleichfahrt doch sehr schön aus der Situation herausbewegen. Und wir entdecken natürlich gegnerische Marineeinheiten, die wir uns jetzt auch vorknöpfen werden. Wir werden mal hier auf das südlich stehende Schlachtschiff operieren. Vier Schaden, das ist schon mal gut. Sehen, was der deutsche Marinebomber noch so ausrichten kann. Zwei Schaden, wir setzen nach. Das war jetzt nicht ganz so gut. Mal sehen, ob wir es mit dem italienischen Marinebomber richten können. Nee, der hat leider selber Schaden genommen. Wie sieht die Versorgung aus? Ja, das passt soweit. Ja, schade, ich hätte gern das Schlachtschiff aus dem Spiel genommen, aber dafür hat es dann doch nicht gereicht. Aber wir haben erheblichen Schaden erzeugt. Das ist doch schon mal ein schönes Zwischenergebnis. Gut, an dieser Stelle können wir unseren Schlachtkreuzer noch wieder auf Vordermann bringen. Gut. Auch das Korps können wir mittlerweile auf die volle Stärke bringen. Dann sollten wir die Verlegung unseres Schlachtkreuzers in Richtung Süden vorbereiten und die U-Boote auch schon mal weiter in Richtung Norden ziehen. Die brauchen wir ja schlussendlich zum Scouten des Seeweges. Das U-Boot kommt problemlos durch. Doch dieses U-Boot sollte problemlos durchkommen, ja. Gut. Ja, damit sind unsere Bewegungen jetzt soweit erstmal abgeschlossen. Und ich mache mir Gedanken zu unseren restlichen Investitionen. Bis gleich. So viel gibt es nicht mehr zu tun. Wir müssen unseren Jäger, den wir ja in der letzten Runde erhalten haben, noch upgraden auf die volle Stufe von 3. Und wir nehmen ihn hier auch mal aus dem Modus Boden heraus und setzen ihn in den Modus automatisch, falls denn wieder gegnerische Flugzeuge auftauchen. Kurz nochmal zur Erinnerung, warum stehen die beiden Korps hier in Düsseldorf in Köln und in Köln? Ja, es ist nicht nur wegen des Karnevals, nein, sondern das ist unsere strategische Reserve, die wir einfach in der Hinterhand behalten, sodass wir sie bei Bedarf an irgendwelche möglichen Brennpunkte werfen können. Gut, dann kaufen wir neue Einheiten. Und wir können erfreulicherweise die schweren Panzer kaufen. 3 Stück sind möglich und die werden wir jetzt auch alle in einem Rutsch kaufen. Sehr gut. Werfen wir noch einen Blick auf die Produktionszahlen. So kommen die Panzer dann jetzt Ende Juni aufs Spielfeld. Und bis dahin werden wir doch noch eine erhebliche Anzahl von neuen Einheiten bekommen, darunter 2 Hauptquartiere, was ja sehr schön ist. Ja, und auch nochmal Flak, um uns besser gegen den Gegner zu verteidigen zu können. Es gibt auch nochmal einen Schwung an Flugzeugen hinterher.
Das sieht alles in allem schon mal ganz ordentlich aus. Gut, wenn wir schon mal im Bereich der Produktion sind, dann werden wir auch für die Italiener investieren. Wir werden mit ihnen drei Garnisonen nachkaufen, um einfach in Russland die Partisanen besser bekämpfen zu können. Werfen wir einen Blick mal auf die italienische Produktionspipeline. So haben wir mittlerweile vier Garnisonen in Auftrag gegeben, die Spezialkräfte und auch die Fallschirmjäger. Das sind natürlich Einheiten, die dann für eine mögliche Invasion Großbritanniens zur Verfügung stehen sollten. Gut, dann können wir noch unsere Bewegung abschließen. So viel ist es nicht mehr. Wir ziehen mal mit dem Hauptquartier hinterher. Werden die beiden Einheiten austauschen. Die Ari können wir bewegen. Falls ihr euch wundert, warum wir die Ari in dieser Runde noch nicht in Richtung Russland verlegt haben, der Grund ist ganz einfach der russische Winter. Wir müssen sie ja nicht unnötig irgendwelchen Beschädigungen zu diesem Zeitpunkt aussetzen. Auch Palermo können wir austauschen. Wir hatten das Korps ja ganz mühsam und mühselig über viele Runden hinweg in Richtung Sizilien gezogen. Und damit haben wir eine weitere Garnison freigebekommen, die dann auch möglicherweise nach Russland gehen könnte. Gut, im südlichen Bereich stehen wir soweit erstmal ganz ordentlich. Tja, und dann können wir uns noch um den Irak kümmern. Wir bekommen erfreulicherweise unser Hauptquartier nach Arutba hinein. Allerdings, ja, müssen wir mal sehen, wie sich dann die Versorgung danach gestaltet. Im Moment ist die Versorgungslage schwierig und kritisch. Wir scouten mal mit unserem Aufklärer und entdecken jetzt die feindlichen Einheiten. Also er hat tatsächlich zwei Hauptquartiere hier stehen, Luftwaffe und nochmal die Ari. Ja, ich denke, da sollten wir in dieser Runde nochmal wildern können. Bewegen vorsichtig mal den Panzer nach vorne und holen erstmal das Hauptquartier hinterher, denn die Versorgungslage ist ja der entscheidende Faktor für die weiteren Bewegungen. Ja, das sieht auch gut aus. Kommen wir auch unsere Korps hinterher, die dann erstmal auf die Ari operieren sollen. 0302. Haben wir erstmal den besseren Angriff. Die Ari verteidigt sich natürlich. Wir erleiden einen Schaden, können aber auch vier Schaden bei der Ari machen. Setzen nach. Noch flüchtet sie nicht. Ja, den Panzer hätte ich gerne eigentlich in diesem Dreierfeld. Auf der anderen Seite, wenn wir ihn Richtung Süden ziehen, können wir einmal Richtung Ari zuschlagen und einmal in Richtung Jäger. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir bringen sie mal in den Süden, auch wenn das Feld nicht so schön ist von der Versorgung her. Aber die Ari ist damit Geschichte. Und auch die Jäger, wenn es gut läuft. Ja, auch die Jäger sind Geschichte. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, mit den Aufklärern nochmal in Richtung Bomber zu ziehen und hier schon mal Schaden zu machen. 0,5 ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis. Und das, ach, der arme Frank. Der arme Frank, das fällt natürlich noch besser aus als vorhergesagt. 0,6er Angriff. Er tut mir jetzt echt leid. Ich glaube, da werde ich mir was anhören müssen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Gut, was können wir denn noch mit dem Bomber ausrichten? Ja, den können wir nur verlegen. Und aber der italienische Panzer kann auch noch schön hinterher. Rücken mal mit der Pack auf. Und bringen auch Bomber und Jäger noch in schöne Positionen hinein. So. So, damit dürfte es dann in der nächsten Runde auch wiederum sehr, sehr eng für unseren Gegner werden. Sehr schön. Die Armee brauchen wir nicht mehr. Den Panzer bewegen wir eher in den Süden hinein. Ja, das sollte es dann so an Bewegungen hier im Irak gewesen sein. Ich denke mal, das wird jetzt auch eher eine Formalität werden. Ich meine, zwei Hauptquartiere sind nun kein Gegner. Ein einsames Korps ist nun auch nicht wirklich so stark. Wir halten Bagdad ja seit vielen Runden sehr schön. Und dann locken und winken uns hier unten die Ölfelder, die ja nochmal unser Einkommen dann deutlich nach oben bringen.
Und natürlich steht dann auch eine Operation in Richtung Teheran im Raume. Und auch der Kaukasus lockt dann. Gut, schauen wir mal, wie sich das wohl weiterentwickeln wird. Gut, dann sind wir an dieser Stelle soweit durch und wir drücken auf den roten Knopf. Deutsches Hauptquartier. An der Nordküste Frankreichs droht eventuell die Gefahr einer amphibischen Invasion durch die Westalliierten. Aus diesem Grund ist es anzuraten, dass wir unsere Verteidigung durch die Errichtung von Küstengeschützbatterien bei Brest, Le Havre, Amiens und Calais verstärken. Diese Geschütze könnten bei der Abwehr einer Invasion Gold wert sein, da sie mit durchschlagskräftigen Küstengeschützen ausgestattet wären, die automatisch feindliche amphibische Einheiten bei Landungsversuchen aufs Korn nehmen würden. Der Bau dieser Batterien würde uns 200 MPP kosten, verteilt auf 4 Runden mit je 50 MPP pro Runde. Möchten Sie den Bau dieser Küstengeschützbatterien als Teil unseres Atlantikwalls in Auftrag geben? Ja, das möchten wir auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Und die Befestigungen werden gebaut. Sehr schön. Die USA bereitet sich auf den Krieg vor. Der sowjetische Winter schlägt zu. Jetzt tut's weh. Ja, man sieht gar nicht, der Bildschirm verfolgt gar nicht, wo man die ganzen Explosionen hört. Und die werden gefühlt kein Ende nehmen. Wissenschaftler berichten über Fortschritte bei der weiterentwickelten Panzerentwicklung von 9 auf 27%. Das war's. Es gibt Geld, 1015 MPP für das Deutsche Reich und 165 MPP für Italien. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär.